ihr seid ja bei den Shorts hier bekannt dafür, sehr unterschiedliche Genres und überhaupt auch Arten von Filmen, was das Budget angeht, was die ganzen Hintergründe angeht, was die Regionen, aus denen die kommen, angeht. Das ist eine große Mischung, dass ihr die alle auch in den Wettbewerb werft. Wir haben viel mit den Filmemachern darüber diskutiert, ist das gut oder schlecht oder was sind überhaupt die Kriterien, nach denen das Programm zusammengestellt wird. Wie kommt ihr denn auf diese Mischung? Was sind da eure Ansatzpunkte, euer Programm zusammenzustellen? Ja, habe ich ja geschrieben, ein Film ist ein Film, ist ein Film, ist ein Film. Ihr seid unsere Filme. Nein, also ich meine, wenn ein Film gut ist, dann interessiert uns ja erstmal gar nicht, ob der ein Thriller ist oder was auch immer. Er berührt uns aus irgendeinem Grunde und das kann aus den verschiedensten formalen wie inhaltlichen Gründen sein. Und dieses Spektrum, das ist ja Filmschaffen, das ist ja Kunst, dass es eben nicht nur eine Richtung gibt, sondern ganz viel. Und das wollen wir natürlich abbilden. Und inwieweit spielt es eine Rolle, ein Programm zu erschaffen? Und inwieweit spielt der einzelne Film dabei eine Rolle? Weil ich kann mir vorstellen, viele Filme sind super gut und hätten es verdient, aber die passen nicht in euer Programm rein. Ist das so der Fall? Das sind jetzt ja drei Fragen. Also das eine ist genau. In der Auswahl, gucken wir nach den Filmen, nach den einzelnen Filmen, unabhängig davon, ob das mal ein Programm werden wird oder nicht. Es gibt immer Filme, also wir sind ja nicht das Nonplusultra, wir sagen einfach nur, das passt für uns hier rein. Dann gibt es viele Filme, die sind toll und dann sagen wir, ja, die werden auf irgendeinem Festival auch super laufen. Hier werden sie jetzt gerade nicht. Fehlt uns ein Layer, so, aber es ist ein toller Film. Und dann gibt es die Programmierung, wo geschaut wird, welcher Film kann mit welchem zusammen nochmal was Neues ergeben zum Beispiel. Wie ist das mit der Jury, mit der Entscheidung der Jury dieses Jahr? Welche Filme die Bären gewinnen, die Special Recommendations und so weiter? Wäre das jetzt auch euer Pick gewesen? Hättet ihr die gleichen ausgewählt? Du, eine Juryarbeit ist ja immer noch mal eine andere Arbeit als eine kuratorische Arbeit. Also das eine ist ja, ich finde irgendwie 26 Filme toll und die müssen sich aus diesen 26 jetzt nochmal welche auspicken. Also das sind einfach zwei ganz verschiedene Ansätze dann. Ja. Und was ich will, ist ja irrelevant, weil das wollten ja die sozusagen. Mhm. Und das kann man ja bei einem eigenen Programm auch nur ganz schwer sagen. Aber wir haben die ja ausgesucht, diese Jury, weil wir die allesamt für kompetent halten und die haben da eine sehr gute Arbeit gemacht. Ja, ich frage mich doch immer, wie sucht man so Jurymitglieder aus, weil ich habe jetzt mitbekommen, das sind ja jetzt nicht nur irgendwie Regisseure, da sind auch mal Schauspieler mal dabei, mal ist jemand aus der Presse dabei. Wie trifft man denn da diese Wahl auf diese drei Leute, die man da letztendlich hat? Ja, es sind alles Leute, die mit Filmen im engsten oder weitesten Sinne zu tun haben und vor allem eben mit diesem Format, was wir haben, also mit einem kurzen Format, die damit was anfangen können, die was mit dem Experiment anfangen können, etc., die selber produziert haben. Also jetzt, ich meine, Martin Scorsese wäre vielleicht auch toll, aber ich weiß gar nicht, ob der so toll in so einem Team wäre oder so. Weiß ich gar nicht. Vielleicht bräuchte man dann wieder fünf Leute in der Jury und nicht nur drei. Ja. Wie ist das, wenn ihr die Filmemacher dann wirklich trefft, nachdem ihr die Filme gesehen habt und das Programm gemacht habt? Dazwischen gibt es noch was, da gibt es die Fotos. Ach, ja. Da werden die Fotos, Fotos von den und Gästen. Der ganze E-Mail-Kontakt. Sagt ja auch schon einiges auch. Das stimmt. Da gab es einige Überraschungen. Ich wollte gerade sagen, man stellt sich die Leute ja irgendwie vor, weil man so ein Foto gesehen hat, weil man E-Mail-Kontakt hat, weil man den Film kennt. Und am Ende ist man oft überrascht. Also es ist oft, sind es dann andere Leute, als die man so erwartet hat. Aber es ist eigentlich immer positiv. Ja. Also ich muss echt sagen, wir hatten auch dieses Jahr so tolle Filmemacher da. Die waren alle ganz süß, ganz sympathisch, ganz toll, ja. Sag mal ein Beispiel aus diesem Jahr, was das also eine Überraschung war, das interessiert mich jetzt mal. Das ist ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ihr seid alle so am Kichern. Wir wollen jetzt hier niemanden uns rammen. Nein, es ist einfach toll, wenn die dann letztlich ankommen und wenn man mit denen sprechen kann und wenn man mit denen tanzen kann. Und das ist super. Und das ist für alle toll, also wenn die dann aus der ganzen Welt anreisen, aus Japan mit einem 12er-Team hier ankommen, das ist ja auch super. Ja, Japan, die standen so 12 vor der Tür, haben sich nicht getraut reinzukommen und dann irgendwann bin ich aufgestanden, hingegangen, habe die Tür aufgemacht und dann haben sie sofort zwei Kameras auf mich gehalten und Fotos von mir gemacht. Ja. Und dann wussten wir gleich, wer das ist. Ja, genau, die Japaner. Und dann bringen die alle immer so tolle Geschenke mit, wie dieser Bär aus der Ukraine. Und für jeden von uns. Ganz süß. Aus Indien, von einem Filmemacher von vor 2 Jahren, der auch wieder, der jetzt dieses Jahr einen Film in Generation laufen hat. Ja, es ist schön. Es ist einfach alles immer ganz herzlich. Und das können sich mal direkt die künftigen Filmemacher, die nächsten Jahre kommen, direkt merken, wenn sie das hier sehen. Ja? Wir wollen Geschenke. 2010 ist ja so das 60. Jubiläum, der große Geburtstag. Und die Filmemacher waren sich ehrlich gesagt nicht sicher,
ob sie das auch so spüren, dass es eine besondere Magie oder sowas ist. Einige haben gesagt, ja doch, es ist, ich habe auch den Vergleich zu den Jahren davor, da ist irgendwie was in der Luft, aber es haben auch viele gesagt, hätte ich es nicht auf dem Plakat gelesen, hätte ich es nicht gewusst. Jetzt aus der Sicht von Leuten, die das hier mitorganisiert haben, wie ist denn da das Feeling gewesen dieses Mal? War das was Besonderes für euch? Ja, jedes Festival ist besonders. Ich meine, die Entscheidung von Dieter, wichtige Teile des Geburtstagsfeierns nach außen zu geben, finde ich richtig, weil David Thompson hat diese Retro kuratiert als jemand, der hier noch nie war, der eine ganz spezielle Geschichte mit Deutschland zu laufen hat, aufgrund seines Alters und eben seiner Geschichte. Und er hat eine unglaublich persönliche Auswahl getroffen und es war toll. Es war kein sich befeiern, wir sind so toll, wir sind so toll, sondern durch diese verschiedenen Aspekte von außen war das ein sehr ruhiges Feiern. Ich fand das sehr angenehm. Und er hat aber eine gewisse Eleganz, wenn man sagen kann, nö, ich muss das gar nicht selber machen, sondern ich gebe das halt ab. So. Aber wir hatten ja auch zum Beispiel die Retrospektive, die du kuratiert hast mit den zwei Programmen und das war für mich organisatorisch kein Riesenunterschied, aber schon, es waren einfach nochmal andere Menschen, mit denen man zu tun hatte und es war toll, die persönlich kennenzulernen, ältere Damen, die Regisseurinnen von diesen, wie viel, 12 Filmen? 12 Filme. Und die sind gekommen und die fanden das toll und waren eben auch nochmal andere Filme, als die jetzt im Wettbewerb sind und so der Aspekt war dann schon neu oder zusätzlich dazugekommen. Ja, das war toll, da nochmal eben aus so einer Geschichte nochmal Einblick haben zu können und Filme zeigen zu können. Und jetzt 2011 steht ja auch fast wieder vor der Tür, ne? Wenn man mal bedenkt, wann ihr anfangen müsst, dann wieder dran zu arbeiten. Ja. Habt ihr da schon Ideen, was man nochmal vielleicht anders oder irgendwie besser machen könnte? Oder ist es eher mehr so, dass sich das entwickelt, während ihr arbeitet? Die Filmgespräche? Ja, die Filmgespräche, stimmt, ja. Filmgespräche werden wir ausweiten. Es wird hoffentlich 5 Filmgespräche zu jedem Programm 1 geben können. Das werden wir sehen. Ne? Also mir fällt jetzt gerade gar nichts ein. Also ich freue mich drauf, aber jetzt ist erstmal Pause. Ja, stimmt, genau. Also es ist auch wirklich Pause oder habt ihr wieder auch andere Projekte jetzt mal abseits von der Berlinale? Wir wissen ja gar nicht, was treiben denn Nicole und Maike überhaupt außer der Berlinale? Da müsst ihr doch auch irgendwas machen, oder? Bestimmt, ja. Das werden wir sehen, was wir da machen, ne? Hast du schon konkrete Projekte? Ja, ich werde einen Film drehen und noch einen anderen Film entwickeln und so. Und werde mir nochmal eingeladen, nochmal 2 Programme zu kuratieren und so. Also es gibt weiter den Aspekt auf Film von verschiedensten Augenwinkeln sozusagen. Aber erstmal aus. Erstmal ja. Und was hast du hier vielleicht schon mitgenommen oder profitierst du auch schon vielleicht davon, hier gewesen zu sein, was den Leuten erzählen zu können? Um die nächsten Sachen dann anzugehen? Ja, also ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber klar, das ist auf jeden Fall natürlich eine super Sache. Also wenn man sagen kann, dass man bei der Berlinale gearbeitet hat, dann ist das schon was anderes, als wenn man jetzt irgendwo war. Also das glaube ich, ist schon hilfreich, wenn man es auf einmal. Ja, du bist es vor allem von der Komplexität, glaube ich. Also das, was du hier komplex gemacht hast. Das ist beim anderen Festival, das ist dann weniger, also genau, weniger aufregend. Man denkt es gar nicht, glaube ich, so, wenn man so drin ist. So. Ja. Aber wenn man dann so draus geht, als du in Hamburg warst oder so, schon was anderes hier. Das ja, ist klar. Schon ein tolles Festival. Das ist ein großes Wesen diesmal, ein großes Dampfschiff. Ein Kreuzfahrtschiff mit ganz vielen Ebenen und ganz vielen kleinen Räumen und ganz vielen Leuten. Und ich nehme an, ihr habt alle auch mal einen goldenen Bären in der Hand gehabt, oder? Ja, es ist ja Korrektur gewesen. Ja, oh Mann. Ich habe nur diesen. Also naja gut, ich hab. Na klar, unseren goldenen Bären. Unseren goldenen Bären habe ich Plakette, angefasst. Ja, die Plakette. Natürlich. Ja. Aber kein richtig. Ich saß aber neben 5 Plätze, neben einem silbernen Bärgewinner. Ja, dann konnte ich den ganzen Tag, konnte ich ihn mehr angucken. Dann habt ihr jetzt nochmal das Wort, alles, was ihr vielleicht noch sagen wolltet, unserem Publikum jetzt oder ja, noch was sagen wollt? Welcome back 2011. Ha. Berliner Lounge. Yes. Nein, herzlich willkommen zum nächsten Jahr, es wird wunderbar. Das Filme einsenden. Freund. Ja, genau, Filme einsenden wollte ich jetzt auch gerade sagen. Da schließe ich mich an und euch 2 vielen Dank. Oder 3, was ihr zu dritt genau, ist. Ja. Das macht ihr ganz toll. Und wir freuen uns auch jedes Mal, wenn wir die kleinen Filmchen dann hinterher sehen. Ja, und zum Glück nicht sehen, wie wir rot werden hinter der Kamera.
Alles klar, wir bedanken uns natürlich auch und dann bis nächstes Jahr, wenn wir es wieder klappen lassen dann zusammen.